Der Zylinder zischt leise, als das Gas entweicht. Jetzt geht's wieder. Und schon habe ich einen geladenen und einsatzbereiten Feuerlöscher. Ja dann. Auf damit. Mit einem wohlgezielten Schwall aus seinem Siphon rettet unser unerschütterlicher Held das Haus und sein Leben. Jetzt ist es aber höchste Zeit, nach Nico zu suchen. Ui, habt ihr das gehört? Mein Magen hat irgendwie total gekrummelt, beziehungsweise mein Hals so. Na gut, dann gehen wir. Mehr können wir hier nicht machen. Ich will nicht die Hände am rotglühenden Türknopf verbrennen. Ach so. Und es ist auch nicht die Zeit für Feinheiten. Ah, okay, ich dachte, wir brauchen unser exotisches Höschen nochmal. Ah, cool, wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Was haben wir hier? Ein Stück einer Zeitung, zweimal gefaltet. Er handelt von einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Unglücklicherweise wird sie von Europa aus nicht zu sehen sein. Der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen, ist Mexiko. Puh, ob es wohl diesmal nach Mexiko geht? So wenig ich ihn auch mag, vielleicht ist Lobineau meine einzige Chance, Nico zu finden. Ich wäre gern hier noch reingegangen. Hi, André. Wer ist da? Hier ist George Stobart, Nikos George. Freund. Meinst du nicht Ex-Freund? Hör mal, ich rufe dich nicht an, um mich mit dir zu streiten. Ich muss mit dir reden, über Nico. Kannst du nicht akzeptieren, dass sie sich einfach nicht für dich interessiert? Hör zu, André, wir müssen reden. Nikos Leben hängt davon ab. Okay. Erinnerst du dich an das Café Montfaucon? Klar. André? Weh, du kommst Spaß. Nicht, du Penner. Ich fühle den unerklärlichen Drang, mir das Ohr zu waschen. Ach je, nicht ärgern lassen, George. Wir erobern ihr Herz schon. Abgeschlossen. Haben wir den Fall noch? Geht das nochmal? Die winzige Spitze hilft nur beim Knacken von kleinen Schlössern. Na gut. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es wird mir für immer verborgen bleiben. Irgendwie hakelt's gerade wieder. Ach Mensch, das nervt doch. Das macht doch so keinen Spaß. So, jetzt geht's wieder. Jetzt hat sich's beruhigt. Na gut, dann gehen wir mal, ne? Hehe. Ich freue mich, dass wir das wieder spielen. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe wohl wenig Chancen, diese Tür einzutreten. Ach so, okay. Hiermit geht's auch nicht, ne? Die winzige Spitze... Ja gut, können wir nochmal jemanden anrufen? Ich will sonst niemanden... Ja, warum auch, ne? Die Polizei rufen und sagen, dass wir hier drin gefangen sind. Okay, also wir haben jetzt zwei Türen, die verschlossen sind. Damit kommen wir nicht weiter. Was ist mit dem Wurm? Was ich gut finde, ist, dass er nicht immer wieder extra dahin läuft, um das zu machen. Das hat er im ersten Teil ja gemacht. Das war ziemlich nervig. Hier ist der Artikel über die Mondfinsternis. Das ist der Zeitung, darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Ah. Es ist ein Kontoauszug von Aubiers Bankkonto aus einem automatischen Auszugdrucker. Die letzten 5 Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Ja, dann. Das hilft uns auch nicht weiter. Nee, hier kommen wir anscheinend nicht raus. Dann gehen wir doch nochmal. Kommen wir da direkt nur ins Zimmer oder kommen wir da noch woanders hin oben? Nee, nur hier ins Zimmer. Durch diese stabilen Gitter kommen. Na gut. Das Schränkchen ist schon. Die Schachtel packe ich nicht mehr. Ich habe Nikos Handtasche doch schon und außerdem steht mir die Farbe. Okay. Durch diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Davon habe ich... Sonst ist da nicht... Na gut. Das Foto ist für mich... Haben wir sonst hier unten noch irgendwas?
Diesen Spinnendreck rühre ich. Die vorstehende Metallklammer hat ihren Zweck. Ich habe keine Zeit. Das Seil ist... Sonst haben wir hier nichts. Können wir nicht noch weiter nach hier hinten? Das ist schon ein bisschen komisch. Das Bücherregal ist nach vorne umgekippt. An die Bücher darin kommt man also nicht mehr ran. Das Bücherregal... Außerdem hatte ich Wichtigeres zu tun, als Möbel herumzurücken. Okay. Zum Beispiel... Selbst wenn ich die Zeit hätte. Na gut. Okay, ich schau mal hier rein. Ich komme zwar aus dem Raum, aber wie öffne ich die Fördertür? Ja, das frage ich mich auch. Bist du dir das sicher, dass wir hier uns das nicht nochmal angucken können? Aubier unser... Nee, da können wir nichts machen. Wie öffnen wir die Vordertür? Das ist eine gute Frage. Das brauchen wir nicht mehr, oder? Okay. Ich weiß nicht so ganz. Geh mal. Nee. Der macht damit nichts. Okay, wir können mit dem Siphon nichts weiter anstellen. Dann gehe ich nochmal runter wieder. Wie kommen wir durch die Vordertür? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe hier aber auch nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Die Vordertür besteht aus Hartholz und ruht in einer stabilen Zarge. Können wir da nicht irgendwas von rausnehmen? Ich will sonst niemand. Haben wir einen neuen Eintrag? Nein. Da kommen wir ja auch nicht durch. Abgeschlossen. Okay, wir müssen definitiv da durch. Das hat nicht funktioniert, ne? Wie kommen wir durch diese Tür? Noch mal gucken, ob wir hier irgendwas kombinieren das können. Das bringt's nicht. Keine so gute Idee. Okay. Nein. Nein. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Okay. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Ja, gut. Das klappt. Wenn du das sagst. Glaube ich nicht. Glaube ich. Nein. Ich bin nicht... Das bringt... Das bringt... Keine so gute Idee. Na gut. Hiermit auch nicht, ne? Also doch nochmal nach oben. Entschuldigt. Stehe ich jetzt schon wieder vor einem Rätsel. Mensch, 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 Mensch. Nee, da macht er nichts. Das macht er alles nicht. Können wir vielleicht von dem Alkohol was abfüllen? Nee, können wir nicht. Sonst ist da. Da macht er auch nichts. Ich teste gerade hier nochmal einfach alles aus. Kombinieren konnten wir die Sachen im Inventar nicht. Wofür auch immer wir so einen ekligen Wurm mitschleppen müssen. Auch nicht. Können wir den Wurm vielleicht durchs Fenster lassen? Oder durch das Fenster? Auch nicht, ne? Damit machst du auch nichts. Funktioniert auch nicht. Damit geht nichts. Können wir Hilfe an die Fenster schreiben? Help. Auch nicht. Hiermit irgendwas? Nee. Das geht auch nicht.
Ja gut, das mit dem Ausprobieren, das kennen wir ja schon, ne? Das ist ja nichts Neues, dass man hier bei Broken Sword dann ganz viel ausprobiert. Zumindest ich muss immer so viel ausprobieren. Gut, hier ist schon mal nichts zu machen. Da vorne hatten wir auch nichts, mit der Schachtel ging auch nichts. Alkohol. Geht anscheinend auch nichts. Geht auch nicht. Und mit dem Höschen machst du auch nichts, ne? Nee, bleib mal hier. Hallo. Bleib mal hier. Dann probiere ich jetzt hier nochmal an dem Tisch aus. Und zwar oben und unten. Aber dass da nichts funktioniert, denke ich mir eigentlich schon. Was sollten wir da auch machen? Ha, da sind wir ja schon bei dem ersten Rätsel. Das ist ja. Also eigentlich waren wir gerade schon bei der ersten Schwierigkeit, aber es fängt ja schon top an hier. Da war das andere doch ein bisschen einfacher im ersten Teil der Anfang. Okay. Können wir hier mit dem Bild was machen? Da auch nicht. Mit dem Lippenstift vielleicht. Nee. Da auch nicht. Okay. Dann haben wir hier noch den Schrank. Ich probiere das jetzt einfach gnadenlos aus. Das tut mir leid, wenn das für den einen oder anderen dann langweilig ist, aber das hatten wir im ersten Teil schon. Ich werde auch gar nicht so viel zu sagen. Das ist halt bei Broken Sword so, dass man viel ausprobieren muss. Da machst du auch nichts. Mit dem Wurm ging ja auch nichts, ne? Können sie ja hübsch machen. Hiermit? Nee. Okay, ich bin gleich am Ende meiner Rätsel, meiner Möglichkeiten. Mit dem Wurm ging ja, glaube ich, hier auch nichts. Vor allem, warum trägt Nico aber auch diese Unterhose in der Handtasche mit? Verstehe ich nicht. Der Lippenstift funktioniert auch nicht. Hiermit vielleicht irgendwas? Nee. Anscheinend nicht. So, dann hätten wir jetzt nur noch das Höschen. Aber. Nee. Da funktioniert absolut gar nichts. Können wir uns hier noch einen Tipp holen? Der Schlüssel für die Vordertür muss irgendwo sein. Ah, okay. Der Schlüssel für die Vordertür muss irgendwo sein. Aber wo denn? Die Schachtel packen. Ja. Aber wo könnte der Schlüssel denn sein? Wo könnte der Schlüssel sein? Hier haben wir alles. Das ist nur das Siphon, damit macht er nichts. Stell das mal wieder weg. Ich wüsste nicht wo. Nehmen wir uns mal den zweiten. Zum Beispiel in den Sekretär. Neben dem umgekippten. Okay. Das wäre ja dann. Aber hier. Sonst ist da nichts. Bist du dir sicher? Davon habe ich in dem Sekret. Das ist eine geschlossene. Okay. Das ist hier doch der. Ich bin gerade ein bisschen. Sonst ist da nichts. Das ist eine geschlossene Schule. Dann mach die doch mal auf. Kannst du die vielleicht nur aufmachen, wenn das zu ist? Sonst ist dann. Das ist eine. Nee. Okay. Davon habe ich eine halbe Flasche.
Sonst ist da nichts. Aber da habe ich doch alles ausprobiert. Okay. Der Sekretär hat eine kleine Schublade. Wirf mal einen Blick hinein. Ja, aber das... Sonst ist da nichts in der Schublade. Das ist eine geschlossene Schublade. Ist das ein Bug? Ist das etwa ein Bug? Damit meint er, das ist doch der Sekretär, ne? Hier ist ja sonst... Sonst ist da nicht. Das ist eine geschlossene... Da ist natürlich noch was drin, du Pappenheimer. Ich würde ja gerne einen Blick reinwerfen. Aber der sagt mir halt sonst nie. Ist, das ist eine geschlossene... Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, ne? Okay, sonst wisst ihr was? Ich beende einfach an der Stelle jetzt auch mal die Aufnahme. Und würde sagen, dass ich das beim nächsten Mal einfach... dass ich das jetzt nochmal probiere und wir uns dann gleich wiedersehen, wenn ich hoffentlich den Schlüssel daraus bekommen habe. Ich hoffe, ihr freut euch über Broken Sword. Ich habe richtig Lust drauf und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!